Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Was haben wir hier? Auge des Sturms? Auge des Sturms? Sturms! Nee, Auge des Sturms. Heute mal in einem Set, was irgendwie kaum einer mockt, ganz selten. Das ist das Freidenker-Set, beziehungsweise die neuere Version, denn mit dem Tauren-Paladin habe ich kein Klassik gespielt, das war mein Alipali. Da habe ich das sogar noch, habe ich die Tage gesehen. Und zwar das Vergessene Friedensbewahrer. Also das ist das Set des Vergessenen Friedensbewahrers. Paladin, die Klassik gespielt haben, werden dieses Set von der Optik her kennen. Das ist das Freidenker-Set aus Sul'Gurub. Das ist, war damals ein 20-Mann-Raid. Und das ist ein fünfteiliges Set. Das war damals das erste. Ich glaube, das war das erste fünfteilige Set überhaupt im Spiel. Alles andere war, war halt achtteilig. Achtteilig? Doch, achtteilig, genau. Ob ich mit Prisma und... Ja, das lasse ich drin. Ah, das hätte ich vorhin beim letzten Mal ändern müssen, habe ich gar nicht dran gedacht. Naja, so ein bisschen gewöhnen ans, Neue dann. Nee, es ist, es ist halt schlicht, ne? Ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, ob in Legion, ob das, ein bisschen... das Update bekommen hat, was die Texturqualität betrifft. Die ist nämlich eigentlich nie so dolle, wobei es geht eigentlich. Es sieht halt so, es sieht schon etwas plattenmäßiger aus. Der Helm gehört übrigens nicht dazu, den kann man sich in Shadrad kaufen. Ich habe ihn halt gekauft, weil er eigentlich von der Farbe halt perfekt passt. Das eigentliche Kopfteil ist, glaube ich, eine Art Diadem oder so eine, ja, ich glaube so eine Art Diadem. So. Das ist, finde ich persönlich jetzt nicht so toll an einem weiblichen Mensch sieht das vielleicht in Ordnung aus, aber nee, da geht viel rüber. Gehen wir lieber da hin, in der Mitte sind genug Leute. Ich will jetzt nicht hier unbedingt zergen. Ja, okay, den sollten wir schon einnehmen. Dann machen wir das mal. Ja, Mädels, ihr müsst mir schon helfen einnehmen. Das wäre nett. Danach haue ich zwar ab, aber Ausfüll ist ein bisschen dreckig. So, hoppala. Wir getten da auch eins fertig, ganz wichtig. Da komm. Spring um. Go, go. Zack. Das reicht mir noch richtig. Und? Ha, da ist er. Oh, du Drecksau. Na super, jetzt kann ich hier nicht weg. Weil der wahrscheinlich jetzt dahinter geht. Ah, super. Ist der Rogue da? Nö. Aber der ist jetzt hier. Na komm her, Rogue. Nö, das dann mal einfach mal. Jetzt gehen wir auf Siegel der Gerechtigkeit. Wall ist ab. Nochmal ein Stun. Das hat was hochbombt. Oh, das kann ich dir sagen. Das wird nichts. Wenn du kein Cloak machst, stirbst du. Feige Sau. Feigling. Da bin ich bereit. Ist er? Haupt hier? Ist überhaupt uns? Okay, er ist hier. Er ist hier irgendwo. Aber er hat ja gesehen, er kam ja nicht wirklich weit. Nicht so, wie er es erhofft hatte. Er ist auf dem Weg hierher. Schön, jetzt bin ich hier am Deffen. Ja. Machen wir den Rogue mal raus. Warte. Gehen wir mal. Opferung für den Fall, dass wir gesappt werden, blindet werden und unser Pali hier Schaden bekommt. Ich kann ihn leider nicht rausholen. Am nächsten Step, aber... Ha! Da ist er! Sau. Feige Sau! Ich hasse sowas. Aber gut, das sind halt Rogues, ne? Ach, der ist er wieder. Komm mal her. Jetzt läufst du mir so schnell nicht davon. Du stirbst nämlich jetzt. Bam! So muttert!
will. Jetzt habe ich den Brock hier. Kann damit nicht viel anfangen. Safe. Was ist hier? Fokus hier. Ja komm, wir sind nicht alleine. Was ist denn da? Ah, es ist so toll. Komm, das gleich mit Bob. Nicht die Bubble. Eastern. Dann mit der Brokemar. Ah, hier sind ja noch mehr. Hier sind ja zwei. Ach, scheiße. Boah, das mag ich nicht. Oder? Lol. Noch Packis. Geil. So macht man das hier. Cool, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, cool. Okay, am Ende war ja noch ein Heiler da. Alter Schwede, wenn ich den nicht gehabt hätte, danke. Aber warum haben die den nicht CC'd? Oder habe ich das nicht mitbekommen? Wahrscheinlich habe ich das nicht mitbekommen. Alter Schwede. Eigentlich gerade zur Sache. Gerade gar nicht so das Damage-Monster. Auch nicht. Alle kriegt erstmal einen Stun. Und Wings kriegt er jetzt ab. Inline. Das ist ja einfach. First Blood. Killing. Das ist er jetzt gewesen. Double Kill. Sichtbar, das ist scheinbar auch safe. Machen wir nochmal nach. Jetzt gibt es eine Kanonengrid. Oh, ich habe gestern eine 250 KI gemacht. Das Ink. Das ist schon was. Noch ein Rock dabei? Ne, ein Fäkaldrüdel. Fuck. Das wollte ich wahrscheinlich nicht packen. Ne. Allein gegen drei. Ja, und das schon was machen. Mage natürlich. Oh Gott. Nur Slow und Snare. Anschiss. Ich werde sterben. Ja klar. Ja, ey. Also entweder laggt das oder der Schurke hat 44 Meter Reichweite. Gefühl. Also der war definitiv nicht hinter mir. Ah, das sind so Dinge, da könnte man kotzen einen halben Tag lang. Von meiner Sichtweise her hat mich der Schurke halt nicht getroffen. Aber gut, ich wäre wahrscheinlich eh verreckt. Drei Pyros ins Kreuz und gib ihm. Ja, heute dürfen wir wahrscheinlich nicht mehr. Boah, geht Rolle weg. Hinten am Drücken, Flagge haben wir, gibt die Flagge auch ab. Warte ich mal hier. Dann misch mir. Wir sind ja gar nicht alleine hier, cool. Ach, da ist der Rogue. Ich angreifen. Bei mich. Warte mich bis zum Tode selbst mit der Hoffnung, dass ich nichts mache. Ah! Oh! Ich finde es so schön. Jetzt hat er Tod von oben, voll umsonst. Ach, Schurke, ich liebe dich. Der ist es nicht. Ach, ich liebe es einfach. Tod von oben, komplett für den Po. Wobei ich gar nicht weiß, ob das groß was gebracht hätte. Aber das ist ja nicht Neues. Ja, gut. Oh, scheiße, wir haben zwei Punkte. Stun kann ich auch. Das Lustige ist, ich kann sogar... Ah, der Cloak, scheiße.
Dinge mit dem Freund. Nice. Bleeds sind schon nett, ne? Kriegst du Nil, kriegst du auch Nil. Bam. Was ist da hinten Inka? Da immer noch. Wir haben nur einen Stützpunkt. Leute, die holen auf. Der Tui ist da hinten wieder alleine. First Blood. Hallo, Varior. Hallo. Fekal-Tüte. Bis Fekal-Tüte. Rogue ist im Stun. Turret's down. Da ist er. Ach, Mist! Ich erwischt. Mist. Scheiße. Mage. Stun. Oh, hat der Mage da immer das nicht bekommen. Wollen wir ihn? Wir gehen ja nicht mehr so drauf. Ja, natürlich. Sprint durch die Gegend. Ach, das ist doch wieder lächerlich. Oh, danke. Killing spree. Oh, für die nicht nur. Du kriegst nicht das, was du willst. Was hast denn du da vor? Du hast doch irgendeine Dummheit vor. Warn dich mal mit deiner Dummheit. Du hast wirklich eine Dummheit vor. Gibt's ja gar nicht. Wo in der Nähe? Nö. Auch gut, dann gewinnen wir das halt über Flaggen. Auch gut. So, drüben wäre ganz nett, wenn wir uns das wiederholen. Die haben den Schützen. Und den haben sie. Okay, sind nur noch zwei da drüben. Boah, die wird, glaube ich, umgezimmert. Ja, brauche ich gar nicht hin. Das Respawn, vergiss es. Die sind ja mit mindestens sechs Leuten. Da können wir wieder zurückgehen. Oder die Mitte dicht machen. Angst da. Ich glaube, das war der von ihm. Nee, das war er nicht. Wieso kann der laufen? Wieso konnte der jetzt laufen? Ich habe ihn geslowt. Ey. Ausweiten 83k. Yes, Blizzard. Jetzt will er nichts machen.
Hallo Pally, wir gehen auf dich. Mir auch recht. Ich zuerst gesandt. Ja, ich bin Trottel, hast mich schon längst rausgeholt. Vollhorst. Ich jetzt weg. Hallo Mage. Hallo Inline Mage. Wieder nicht dran. Jetzt bist du aber erstmal geslowt, mein Freund. Das ist der nächste. Endlich. Ja, schöne Runde. Viel gedefft, viel nicht gezerkt. Ja, muss aber sein. Die K hier. Was ist ein Blut? Okay, mein Blatt die K. Ja, war eine ganz lustige Runde, auf jeden Fall. Schurken rausholen ist immer lustig. Tod von oben mit einer Bob abzuwehren ist ebenfalls sehr lustig. Manchmal eigentlich mehr Verschwendung, aber was soll's. Ich fand's lustig. Okay, ja. Ich sage immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter, Facebook. Natürlich auch, wenn Mock-Wünsche sind. Ansonsten mock ich halt wahnsinnig weiter wie immer. Und ich sag in dem Falle tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.